Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich habe dieses Buch, Die Welt unter der Lupe zu Wasser von Rita Beermann, schon ziemlich lange, wahrscheinlich schon über ein Jahr. Und mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich nie so wirklich das Buch mit euch zusammen durchgeblättert habe. Ich habe hier schon ein paar Tutorials drin gemacht und auch ein Bild gemalt. Und ich dachte einfach, jetzt ist es an der Zeit, schauen wir uns das Buch mal zusammen an. Also das ist das erste Buch, das ich von Rita Beermann damals gekauft habe. Und als es bei mir in den Händen lag, dachte ich nur, es ist so klein. Warum ist es so klein? Weil es für den Preis eigentlich genauso teuer ist wie die größeren Bücher von Joanna Bessford zum Beispiel. Und es hat mich ziemlich enttäuscht. Und ich glaube, deswegen hat es mich von abgehalten, ein Flip-Through zu machen, weil ich sehr enttäuscht war von der Größe und irgendwie auch vom Papier, weil das Papier doch relativ dünn ist, so dünn wie Kopierpapier. Und ich hätte mir gerne etwas dickeres Papier gewünscht. Ich war so dünnes Papier nicht gewohnt. Und es lag auch ganz lange, bis ich dazu gekommen bin oder mich motiviert habe, ein Bild da drin zu malen. Ich habe hier relativ am Anfang was mit Aquarell versucht. Ist nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das Papier hat eigentlich ganz gut mitgemacht. Ich habe sehr, sehr viel Wasser verwendet und es hat sich nur etwas gewellt und auch ein bisschen Farbe ist durchgekommen, aber ich habe wirklich viel Wasser benutzt. Ja, schauen wir uns das Buch einfach mal zusammen an. Also zu den Bildern, ich glaube, zu dem Bild habe ich ein Tutorial gemacht, wie man diese Bläschen hier malt, wirklich ganz, ganz schnell und einfach. Das werde ich auch unten in der Infobox verlinken, genauso wie, hier habe ich ein Hintergrundtutorial gemacht mit Pastellstiften, deswegen war hier noch das Schutzblatt drauf, einfach damit die Pastellkreide nicht auf die andere Seite abfärbt. Dann dieses Bild habe ich mit den Kassel Art Stiften gemalt. Dazu gibt es auch einen Color Long. Also werde ich alles unten in der Infobox verlinken. Ich mag Rita Beermanns Zeichenstil eigentlich total gerne. Das Einzige, was mich oft stört, sind die zu vielen Details ab und zu. Manchmal ist es mir zu viel, so dass ich das Gefühl habe, ich könnte mit Buntstift da eigentlich nichts mehr hinzufügen, weil da so viel Detail schon hinzugefügt wurde, was mich so ein bisschen stört. Ansonsten finde ich es eigentlich jetzt im Endeffekt ganz gut, dass die Bücher ein bisschen kleiner sind, weil man dann umso schneller fertig ist mit einem Bild, gerade wenn man vielleicht nur Zeit hat, um was Kleines zu malen oder Lust hat, mal von seinem anderen Projekt wegzukommen und ein paar Stunden investieren möchte. Ja, das war das Buch Die Welt unter der Lupe zu Wasser von Rita Beermann. Dann vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!